geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu F1-24. Herzlich willkommen zur zweiten Folge und somit auch zur letzten Preview-Folge, die ich euch dank EA zeigen darf. Auch die ist aber natürlich nochmal begrenzt auf diese 20 Minuten, wie wir es schon bei der ersten hatten. Ab dem nächsten Mal geht's dann aber so richtig los. Da kann ich dann machen, was ich will, kann zeigen, was ich will, alles Mögliche. Da wird das dann auch nicht mehr so gehetzt sein mit 50% Rennen dann auch natürlich. Nun steigen wir aber erstmal ein hier bei unseren Spezialisten. Die sind immer noch alle im Urlaub oder was? Sag mal, wo sind die denn? Wo sind die denn? Ich weiß es nicht. Kehrt am nächsten zurück. Manche oder der Typ hier auch erst in 2. Das ist interessant. Unser Fertigungsexperte, der ist aber mal wieder da. Der bleibt uns treu. Der war auch schon beim ersten Mal da. Also das ist eine sehr coole Sache. Was machen wir denn da? Vielleicht wieder einfach simpel oder einfach, um es zu schaffen, um schon mal gut hier reinzustarten in die Karriere, positiv. Einfach schließe das Wochenende ab. Das wird nämlich auf jeden Fall passieren, egal wie. Und nun können wir endlich mal erstmals in dieser Karriere ein bisschen in die Entwicklung reingehen. Beim letzten Mal haben dafür ja die Ressourcenpunkte noch nicht ausgereicht. Es wird auch insgesamt allgemein dieses Jahr so sein, dass man ein bisschen weniger Ressourcenpunkte hat, einfach weil man sein eigenes Konto hier hat und weil nicht die vom Teamkollegen und von uns zusammengezählt werden. Er hat da seine eigenen und nutzt die übrigens auch schon sinnvoll. Der hat hier bei dem Chassis ein Upgrade geholt, das kann man sehen. Natürlich werden wir das aber auch bekommen. Also das, klar, ich meine, wir sind ein Team, es ist ein Auto. Man sieht auch da in der Performance so diesen ganz minimalen grünen kleinen Streifen an unserer Performance-Anzeige. Das ist dieses Chassis-Upgrade, was dann hoffentlich bald ankommen wird. Und dann kann man auch hier bei der Entwicklung sehen, welches Upgrade er als nächstes machen möchte. Markiert mit diesem Albon und dem Auge. Der möchte scheinbar das hier machen. Bei der Aerodynamik. Da kann man sich dann dazu entscheiden, das entweder jetzt selber zu machen, zu warten, bis er das macht. Oder wir machen halt was komplett anderes. Entscheide mich jetzt einfach mal dazu, was komplett anderes zu machen. Weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Aber, ich meine, wenn er das eh schon macht, dann soll er das doch machen irgendwann, wenn er seine Ressourcenpunkte angespart hat. Außerdem haben wir hier bei der Motorleistung ein schön reduziertes. Das ist doch eine nette Sache. Boah, die Motoren sind alle total ausgeglichen. Nur Alpine hinten dran. Aber alle anderen, also die Hondas oder ja, Red Bulls, wie auch immer man es nennen will, Mercedes und Ferrari, alles gleich auf. Somit schaden da Upgrades natürlich nicht, um dahingehend einen kleinen Vorteil zu haben. Dann war es das, glaube ich, auch schon an Entwicklung. Gleich kommen nochmal Ressourcen an. Wie beim letzten Mal schon, jeweils einmal für uns, einmal für Albon getrennt. Reicht das? Ja, ich glaube 400. Über 400 sollten genügen. Und vielleicht machen wir dann auch mal was beim Chassis. Obwohl, da hat er jetzt schon seins am Laufen. Klar, deshalb ist dann nicht mehr verfügbar. Da sieht man nun, dass er das hier gemacht hat, was vorhin markiert war. Und als nächstes möchte er jetzt das machen für den Heckabtrieb. Aber das nehmen wir ihm einfach mal ab, würde ich vorschlagen. Weil, ja, weil wir gerade die Punkte dafür haben. So ist das, glaube ich, sinnvoll. Und so kommen dann echt schon eine Menge Upgrades zusammen, ne? Wo finde ich das? Hier, wenn man sich das anschaut. Bei uns die 2 und bei ihm die 2. Also das ist echt eine geile Sache, dass da jeder so ein bisschen was macht und man nicht alleine dafür verantwortlich ist. Das war eh immer relativ sinnlos eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. In Jeddah sind wir heute unterwegs. Eine von 4 Strecken dieses Jahr, die ziemlich stark überarbeitet wurde. Da werdet ihr gleich ein paar Unterschiede erkennen. Alleine schon im ersten Sektor. Ein paar Auslaufzonen sind da ganz schön anders. Übrigens habe ich in Jeddah so meine Probleme dieses Jahr. Auch schon, als ich diese Preview hier getestet habe, hatte ich ja so meine Schwierigkeiten. Vor allem hier im ersten Sektor muss man erstmal zurechtkommen mit dem neuen Handling. Eine nennenswerte Änderung, die vor allem das Fahren beeinflussen wird, ich demonstriere das mal, ist hier dieser Curb. Da habe ich jetzt extra hart mitgenommen. Das war ja letztes Jahr so ein Skater-Curb. Da ist man volle Kanne aufgesessen und gerade ausgeschossen, wenn man da drüber ist. Dieses Jahr nicht mehr. Den kann man mitnehmen, wenn man mal zu weit rauskommt. Das ist kein Problem mehr. Ja gut, und der Rest sind so kleine optische Änderungen, aber jetzt nichts, was großartig fahrerisch, glaube ich, einen Unterschied macht. Ziel für dieses Qualifying natürlich wieder Albon zu besiegen, wie schon in Bahrain. Wenn noch mehr geht als das, irgendwie wieder Richtung Top 10 oder so, dann habe ich da nichts dagegen. Letzte Kurve und dann ist das noch keine tolle erste Runde, auch mit meiner Demonstration vom Curb da vorne. Das hat alles ein bisschen Zeit gekostet, aber wir haben ja gleich noch mehr Versuche, das ist kein Problem. Insgesamt waren jetzt aber keine riesen Fehler dabei, zumindest mal. Ah, dadurch sind wir auch schon mal vor Albon zwischenzeitlich, aber hinter den beiden Saubers, das ist natürlich nicht der Anspruch.
Boah, und auch zum Beispiel hinter Stroll, der letztes Mal einer aus der Top 10 war, der nicht gut performt hat, aber hier sowas von. Eine Sekunde ist er vor uns. Das wird, glaube ich, schwer in die Top 10 zu kommen, wenn ein Stroll schon so abliefert. Übrigens sind wir lila im Mittelsektor. Ganz, ganz kurios. Kann aber häufig mal daran liegen am ERS-Management. Wenn man da im Mittelsektor mehr raushaut, ist man da natürlich schneller. Dafür schwächeln wir in anderen Abschnitten dahingehend so ein bisschen. Also das ist dieses Jahr echt ein Faktor. P13 zurückgefallen. Sehr gute Runde. 18. nochmal rausgeholt. Hätte ich fast nicht erwartet, dass da so viel drin steckt. ERS-Upgrades, wenn wir schon bei dem Thema vorhin waren. Die werden echt wichtig sein dieses Jahr. Oh, das war eine ganz, ganz starke Verbesserung. Vor auf Platz 2 zwischenzeitlich. Direkt dran an Stroll. Da müssen die anderen erstmal nachlegen. Aber ich glaube, da kommt auch noch was von denen. Weil halt so ein Stroll Erster ist. Das wird ja nicht so bleiben. Oh ja, da verbessern sich auch tatsächlich nochmal einige. George Russell unter anderem, der holt sich hier die Pole und nicht nur irgendwie, sondern verdammt eindrucksvoll. 4 Zehntel vor seinem Teammate Hamilton, die beiden Mercedes also gleich in der ersten Startreihe. Bottas, Driver of the Day of the Qualifying hier, wenn man es so nennen will, 6. Platz in seinem Sauber. Wird bei uns bestimmt auch hier und da mal vorkommen, dass wir das Auto ein bisschen outperformen. Das hoffe ich zumindest, das ist so ein bisschen der Plan. Und wir... Das ist das Allerwichtigste. Schlagen unseren Teammate. Und vor allem ist Startplatz 12 auch eine Position, von der aus man, glaube ich, angreifen kann, was Punkte angeht. Auf jeden Fall, Bottas wird bestimmt im Rennen nicht so eine Pace aufrechterhalten. Und ja, vielleicht können wir noch ein paar andere da ärgern. Also da sieht alles gut aus, was das angeht. Ich freue mich auf das Rennen. Jetzt zum zweiten Mal schon Punkte zu holen hintereinander, das wäre natürlich was. Aber wird hier auf dieser Strecke, glaube ich, echt hart, weil Überholen hier auch so gut möglich ist. Also, wenn wir zu langsam sind, dann haben wir ein Problem. Ah, natürlich direkt die ganzen Boosts der Wertung hier nach diesem Qualifying. Unsere Pace geht mal wieder ein bisschen hoch. Der Rest, da bleibt eher beim Alten, außer das Rating wird natürlich auch durch das Tempo unter anderem beeinflusst. Das war genau unsere erwartete Quali-Platzierung sogar, Platz 12. Na, ist doch cool. Aber ja, ein bisschen mehr hätte ich gerne schon rausgeholt, ehrlich gesagt. Ging allerdings nicht wirklich. Oh, Gridstrafen sogar bei irgendwem. Okay, dann nimmt man gerne mit. Somit sind wir nur noch eine Position hinter den Punkten. Bottas zum Beispiel sehe ich da vorne aber noch. Dieses Neongrün vom Sauber, schwer zu übersehen. Das ist natürlich jemand, der nicht unbedingt da ins Ziel kommen darf, wenn wir hier hinten bleiben. Ansonsten sieht es direkt mal ein bisschen bitter aus in der... Alter, was wird uns denn hier vorgeschlagen? In der Konstrukteurs-WM vor allem. Also von der Soft-Hard halte ich nicht so viel. Probieren wir doch das einfach mal, oder? Auf Mediums starten und dann auf die Softs. Ich meine, Soft und Medium ist klar in einem 25%-Rennen. Das wird aber auch schon das letzte dieser Art sein. Beim nächsten Mal geht es dann in die 50%-Rennen rein. Ja, zuletzt in Bahrain sind wir auf Softs gestartet. Das hat gut geklappt. Warum nicht auch mal die Mediums ausprobieren? Vielleicht klappt das ja auch mal gut. Wenn wir schon mal so ein kürzeres Rennen hier machen, dann kann man das ja ruhig austesten, was da so das Beste ist dahingehend. Eine Runde mehr Sprit ungefähr und dann geht's direkt rein. Zweites Karriererennen, großer Preis von Saudi-Arabien. Ich freue mich unheimlich drauf. Vor allem, weil das immer ein geiles Rennen ist, typischerweise. Hier geht's immer zur Sache auf dieser Strecke. Die Einführungsrunde hier in Saudi-Arabien läuft und die Fahrerinnen und Fahrer machen sich und ihre Autos startklar für das bevorstehende Rennen. Gleich geht's los. Auf geht's in dieses zweite Saisonrennen. Wie kommen wir weg? Ja, ganz ordentlich. Allerdings die Jungs vor uns auch. Da gibt sich keiner so richtig. Die Blöße zu viert nebeneinander. Oh Gott. Geht's hier in diese erste Kurvenkombination? Das kann doch nicht gut gehen. Die sind ja immer noch so gut wie zu viert nebeneinander.
Wahnsinn, an so einer engen Stelle hättest du noch Stroll da mal den Kürzeren ziehen. Es war klar, dass da irgendjemand zurückziehen müsste und sonst wäre es bitter geworden. Albon war das da neben uns. Ich hoffe, der hat sich da keinen Schaden geholt. Ich habe da irgendwas gehört. Könnte gut sein, dass der innen an die Wand angeschlagen ist, aber ich habe echt versucht, da unendlich viel Platz zu lassen. Ich glaube, da hätten wir kaum was anders machen können. Scheint auch so, als wäre alles gut gegangen bei ihm. Der kann hier ganz gut mithalten. Stroll jetzt schon am Verteidigen. Geht hier außen was gegen ihn? Nee, er natürlich auch auf Softs wie auf Mediums. Aber das tun auch ein paar andere mit diesen Mediums. Da sind wir nicht mal die Einzigen. Unter anderem Alex ja direkt hinter uns. Also das kann schon etwas sein, was vor allem am Ende des Rennens dann, glaube ich, echt geil ist. Wenn wir halt die Softreifen haben und da nochmal alles rausholen können. Ja, wie es fast schon zu erwarten war und wie es auch in Bahrain war, ist Stroll so ein bisschen die Schwachstelle, was die Top-10-Platzierungen angeht. Oh, das ist der einzige aus den Top-Teams, dem man ja, zutrauen kann, dass er es nicht in die Top-10 schafft. Und somit ist es natürlich schön, den vor uns zu haben. Da müssen wir jetzt dranbleiben. Aber gerade ist er nicht mal so unbedingt der Langsame hier vorne. Das wird irgendwie zusammengehalten, dieses Grüppchen von irgendwem. Irgendjemand kann da nicht so ganz die Pace gehen. Das könnten, könnte natürlich Bottas sein vor allem. Aber wenn man auf die Karte schaut, sind es eigentlich eher die Mercedes sogar, oder? Oh, die ja auch nicht unbedingt da vorne hingehören. Sehr weit draußen jetzt. Die können sich überhaupt nicht absetzen an der Spitze. Dadurch aber umso wichtiger, dass wir hier im DRS geblieben sind. Das muss ich mir noch abspeichern, dass das nach einer Runde schon aktiviert ist dieses Jahr. Das ist wirklich total anders. Man hat diese drei Runden sich so eingebrannt, weil das über 10 Jahre lang so war. Aber dieses Jahr, nee, dieses Jahr ist das eine ganz andere Sache. Das hilft vor allem in so einer Situation enorm. Ob wir da nämlich nach drei Runden noch nah genug dran gewesen wären, wer weiß. Weiß man nicht. Ist nach einer deutlich einfacher. Boah, ist das ein DRS-Train hier? Was machen denn die Silberpfeile davor? Ich weiß es nicht. Aber das sind wirklich alle 10 Fahrer, die hier in diesem Rennen vor uns sind, sind direkt auf einem Haufen vor uns. Innerhalb von, lass mich lügen, keine Ahnung, 2-3 Sekunden, wie viel ist das? Also echt nicht viel auf jeden Fall. Viel näher könnten die nicht beieinander sein. Und jetzt vielleicht die Chance gegen Stroll, der so ein bisschen abreißen lassen musste zu Leclerc davor. Schön spät anbremsen in diese letzte Kurve hinein. Da haben wir ordentlich was an ERS rausgeballert. Die Chance wollte ich unbedingt mal bekommen. Funktioniert leider noch nicht, aber eventuell auf Start und Ziel jetzt erneut. Auch hier eine sehr gute Möglichkeit natürlich in Jeddah. Zwingen wir ihn mal da nach innen, um vielleicht außen dann spät bremsen zu können. Und somit sind wir dann innen für Kurve 2. Das ist eigentlich ein Move, der typischerweise ganz gut funktioniert in Jeddah. Jetzt müssen wir nur die Traktion gut hinbekommen. Wird schwierig gegen dieses Softreifen von Lance. Und dadurch hält er auch immer noch mit. Oh, jetzt kann es kritisch werden. Schön viel Platz lassen, schön viel Platz lassen. Fair gemacht, aber von ihm auch sehr fair von uns, wie ich finde. Und somit ist es Platz 10. Aber jetzt leider kein DRS mehr. Und das wird ein Problem sein. Oder vielleicht auch nicht, weil wir uns das nämlich wieder geholt haben auf Leclerc, oder? Ja, ja, so ist es. Knapp zwar nur, aber wir haben es. Wenn Stroll so ein bisschen locker lassen musste, der hat jetzt gleich ein Problem gegen Alex. Das bleibt hier bis zum Ende so eng, oder was? Ich weiß nicht, jetzt kommen mal die Ersten an die Box. Naja, das wird jetzt endlich mal ein bisschen Spannung, ein bisschen Action reinbringen in diese Spitzengruppe hier. Und vielleicht löst sich das jetzt auch mal ein wenig auf. Ich weiß es nicht. Platz 7 auf jeden Fall für den Moment. Und diese Mediums, die halten ja endlos lang hier in diesem Rennen. Mit denen könnten wir eigentlich komplett durchfahren, wenn das möglich wäre. Macht aber leider keinen Sinn. Oh! Der Motor wird zu heiß. Lass ihn bitte erst einmal etwas abkühlen. Okay, wieder das mit unserer Motortemperatur. Ich hoffe mal, dass wir die wieder in den Griff bekommen. Ein paar weitere sind jetzt drin. Ich glaube, Bottas ist einer davon. Ah, ich bin an sich zufrieden mit unserem Rennen. Aber dadurch, dass er so weit vorne ist, bin ich auf jeden Fall weniger zufrieden damit. Weil das echt nicht so toll wäre, wenn der so viele Punkte hier mitnimmt. Aber dagegen kann man nichts machen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir unsere Zähler hier holen. Die Temperatur scheinen wir im Griff zu haben, aber das ist manchmal schon so an der Kippe. Also der wird schon mal so 136 Grad heiß oder so. Das kann auch noch schief gehen eventuell, aber ich glaube, wir werden es hinbekommen. Naja, das sieht sehr gut aus. Jetzt geht's auf jeden Fall ab an die Box für einen Satz der Softreifen. Das wird auch ein Riesenvorteil gegen unter anderem Valtteri. Jetzt können wir nochmal schön pushen auf frischen, weichen Reifen. Vielleicht ist das ein Vorteil. Also die Mediums, die schienen schon ordentlich langsamer zu sein, würde ich jetzt mal so schätzen. Ich glaube auch die beiden Mercedes vorne hatten Mediums, oder? Oder nicht? Das würde deren Pace so ein bisschen erklären. Vielleicht auch nicht. Nein, Fehler beim Boxenstopp von unserem Team. Wie bei Williams im Real Life im letzten Rennen. Es ist der rechte Vorderreifen, der Probleme macht bei einem Boxenstopp. Das ist natürlich super. Könnte uns jetzt ein bisschen was kosten eventuell. Aber jetzt trotzdem Softreifen und auch noch einige Runden vor uns. Und ich glaube, wir haben gerade so Glück, oder? Weiß es nicht. Rad an Rad mit Lando. Kommen wir hier aus der Box raus. Innen jetzt. Kalte Reifen, vorsichtig.
Er wird da mit Sicherheit auch nicht zurückziehen wollen. Aber wir haben ihn tatsächlich und somit machen wir eine Position gut, wollte ich sagen, mit einem späteren Stop, aber... Oh, nix da, geiles Racing gegen Lando, der hier nicht nachgeben möchte, muss das jetzt allerdings tun. Wow, okay, Platz 8 und direkt hinter Bottas, ne, eine Position zumindest. Von der Zeit her ist das nicht so direkt. Natürlich wird das jetzt aber ein Problem sein, dass wir hier kein DRS haben. Das müssen wir jetzt ein bisschen clever angehen. Lando kann ruhig durch und der soll auch mal davor bleiben. Einfach, dass wir gemeinsam mit ihm vielleicht an Bottas rankommen können. Bottas ist hier mein großes, großes Ziel und da kommen wir, glaube ich, nicht ran, wenn wir uns ständig duellieren jetzt hier. Ich glaube, das ist relativ logisch. Alex ist jetzt unter anderem drin, unser Teammate, den bekommen wir, oder? Müsste eigentlich, ja. Wenn nicht, dann hat auch bei ihm der Overcut funktioniert, wie bei uns. Aber nee, das ist nicht der Fall. Platz 8, das sieht super aus, mit Punkten zumindest mal. Aber Bottas ist halt jetzt Fünfter. Ach du Scheiße. Boah, ganz, ganz schwer hier mit Norris mitzuhalten. Alter, da müssen wir schon alles raushauen. Okay, hör zu. Das da vorne ist Norris. Hol dir seine Platzierung. Sie halten uns jetzt auf, also versuchen wir so schnell wie möglich vorbeizukommen und unser Rennen fortzusetzen. Naja. Mach ich, Jeff. Ich werde es versuchen. Ich werde zumindest versuchen, da mal dran zu bleiben. Was uns enorm helfen wird, sind die drei DRS-Zonen. Das ist klar. Und jetzt, also, ja gut, jetzt sind wir doch ganz gut rangekommen, ne? Ich glaube, das kann möglich sein, den mal zu überholen. Ich frage mich, ob man den permanent überholen muss bis Runde 12. Oder ob es reicht, da einmal vorbeizufahren und gut ist. Wenn ja, dann können wir das ja kurz machen. Nur um das Ziel zu erfüllen einfach. Na, probieren wir es doch direkt mal aus, oder? Das hier wird schon die Chance. Zumindest kurz werden wir auf jeden Fall davor kommen. Und das reicht, okay. Das reicht, ja gut, jetzt... Oh! Ah ne, ich dachte, der dreht sich da hinten oder so. Das sah irgendwie komisch aus im Rückspiegel, habe ich mir eingebildet. Ja, jetzt überholt er uns halt zurück hier auf Start und Ziel. Aber das ist ja vollkommen okay. Einer der Red Bulls stoppt da jetzt noch sogar. Was, ein Überschuss von Fernando Alonso? Oh, oh. Okay. Das war jetzt nicht Teil des Plans, ehrlich gesagt. Na, da sieht man mal, was für ein Problem es ist, hier nicht das DRS zu haben auf Start und Ziel. Das ist der Wahnsinn. Gehen die beiden da Rad an Rad in Sektor 1? Nee, sieht nicht danach aus. Oh, jetzt Fernando gegen Lando wieder in die letzte Kurve hinein. Das gefällt mir. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich habe halt immer noch zu sehr Bottas, glaube ich, im Kopf. Das müssen wir vielleicht sogar abhaken. Wir müssen dafür sorgen, dass wir unser bestmöglichstes Rennen fahren. Das Bestmögliche könnte es sein, die beiden hier eventuell zu schlagen. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, zu dritt nebeneinander dafür einen kurzen Moment. Fernando knallt uns da aber die Tür zu. Alter, das war sehr, sehr aggressiv von ihm. Da hatte er ja gar keinen Bock drauf. Norris schnappen wir uns aber. Super. Ja, aber ich glaube auch auf Platz 8 in so einem Williams braucht man sich nicht zu verstecken. Vor allem, weil das auf jeden Fall noch P7 werden kann gegen den Aston hier vor uns. Aber das müssen wir echt gut timen dann, das Überholmanöver. Sonst kontert der wieder. Mann, ich habe so das Gefühl, dass vielleicht jetzt gleich auf Start und Ziel der gute Moment gekommen ist. Norris. Norris, das möchte ich jetzt überhaupt nicht eigentlich. Oh, oh, ah. Das macht den Plan jetzt so ein bisschen zunichte. Ey, wir kommen immer näher ran an die Gruppe davor. Die wird ordentlich aufgehalten von Bottas. Und, oh, hochschalten vielleicht, wäre eine ganz gute Idee. Dadurch wird Alonso dann gleich das DRS haben. Und dann kommen wir da nicht mehr vorbei. Aber so, obwohl das jetzt ungeplant war, dass Norris angegriffen hat, hat es auch gut funktioniert. Jetzt knallen wir hier Alonso auch so die Tür zu, wie er uns vorhin. Dann ist das Platz 7 in der letzten Runde. Die beiden da hinten auch noch am Fighten. Das hilft. Wenn es optimal läuft, kommen wir jetzt ins DRS von Checo. Ich glaube, das können wir schaffen, weil der auch nicht die normale Red Bull Pace hier fahren kann, sondern halt die sauber Pace von Bottas. Der wird da ordentlich aufgehalten, zusammen mit Russell, dem Pole-Sitter übrigens. Ja, ich glaube, das reicht knapp, oder? Das reicht knapp. Boah, gut. Sehr, sehr gut. Das war ja so halbwegs geplant. Natürlich, ob es dann wirklich funktioniert, ist eine andere Sache, aber das haben wir schon clever getimed alles. Somit wird es jetzt natürlich völlig ungefährlich gegen die Jungs hinter uns. Wenn überhaupt, machen wir hier vielleicht noch was. Die sind ja alle am Blinken. Wir aber auch natürlich voll am Limit mit dem ERS. Oh, das ist Vierter einfach, Alter. Der fährt hier fast aufs Podium in diesem Sauber. Ich fasse es nicht. Geht da noch was? Letzte Kurve jetzt gut raus beschleunigt. Perez am Limit. Das DRS kommt hier jetzt noch ins Spiel, aber die Linie kommt ein bisschen zu früh für uns. Schade. Aber Platz 7. Hatten wir gerade die schnellste Rennrunde am Ende noch oder so? Kann das sein? Da ist kurz mal was Lilanes aufgeleuchtet auf jeden Fall. Boah, so ist es tatsächlich. So mit einem Extrapunkt sogar. Ja klar, ich meine, die Softs am Ende plus das perfekte DRS, was wir hatten, ohne aber fighten zu müssen.
Das ist scheinbar eine starke Kombi. Ja, sehr, sehr gut. Somit zumindest etwas. Boah, aber das hier tut schon weh. Aber ey, man muss auch sagen, GG, der was für eine Leistung von Bottas. Dieser Sauber ist schlechter als der Williams. Und der wird hier Vierter. Albon leider nicht ganz in die Punkte geschafft. Aber viel hat da nicht gefehlt. Während ich bin sehr zufrieden. Also hier Platz 7 mit 8 Punkten gehen wir rein in diese Saison nach den ersten zwei Rennen. Das kann man machen. Das ist, glaube ich, eine gute Ausbeute in so einem Auto. In der Konstrukteurs-WM sind wir nach wie vor das letzte Team, was gepunktet hat. Jetzt bin ich mal gespannt. Die Rivalität, die sieht natürlich gut aus. Albon da hinten am Boden zerstört. Den haben wir besser im Griff, als ich gedacht hätte bisher. Zumindest in den letzten Spielen hat Albon ja diesen Williams immer outperformed wie sonst was. Dem wäre so eine Bottas-Performance hier zuzutrauen gewesen. Also davon bin ich ausgegangen zumindest. Aber bislang hatten wir den gut im Griff. Mal gucken, wie es dann beim nächsten Mal wird. Dann auch mit 50% Rennen. Das ist nochmal eine andere Welt. Aber wir sind jetzt schon fast bei einer 67 hier, ne? So mehr oder weniger. Und das hier könnte doch jetzt mal auf 45 steigen, oder? Nee, das ist dann doch besser gemacht, als ich dachte. Wir sind da jetzt schon länger bei 44%. Ab 45 gibt es den nächsten Bonus. Aber so leicht kriegt man hier das nicht in den Arsch geschoben. Also ein gutes Rennen reicht da noch nicht unbedingt. Das ist aber auch gut so, weil sonst hätte man, glaube ich, recht schnell da einfach alles. Unser Fertigungsexperte, der wird zufrieden sein. Der Typ hier aber offensichtlich nicht. Warum auch immer. Wer war denn das? Qualitätssicherung, dynamische Ziele erfüllt. Ach so, okay. Also haben wir irgendwas erfüllt, aber das ist so ein Ziel, was dann scheinbar immer da ist. Das haben wir uns ja nicht extra ausgewählt, weil du auch nicht da warst, Alter. Gut, das war's nun an der Stelle aber von dieser zweiten Folge. Lasst gerne den Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann war's das somit jetzt auch schon von der Preview dieses Jahr. Die war etwas anders gestaltet, aber auch cool, finde ich. Wir konnten direkt in die Karriere reinstarten. Ab dem nächsten Mal geht's dann so richtig, richtig los. Das ist dann wirklich das volle Spiel. Sehr viel wird sich nicht ändern, aber offiziell das volle Spiel halt und die Folgen können so lang sein, wie ich möchte. Das wird vor allem das Coole. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!